Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Café Die Eins. Und das Thema von heute: Energiewende, Ende Gelände, dritter Teil nach Mojib Latif und Franz Alt. Der dritte Gast: Hans-Josef Fell, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen. Und neben Hermann Scheer, ein großer, wie wir seit Mojib Latif wissen, der Vater des Erneuerbare Energiengesetzes. Wie ist das, Herr Fell, wenn das im Moment so ausgehöhlt wird? Es tut eigentlich weh, wenn eine politische Grundlage so verändert wird, dass sie unwirksam werden kann mit dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber es ist dennoch eine große Genugtuung, dass den jetzigen Kräften von Schwarz-Gelb es nicht gelingen wird, die erneuerbaren Energien insgesamt auszubremsen. Es geht weiter. Das ist toll. Was könnten Sie sich vorstellen? Jetzt erleben wir einigen Klamauk, bisschen aus der Atomlobby. Was könnten die sich noch einfallen lassen? Das Witzigste, was ich erst vorhin gehört habe, hat ein Kollege gesagt, wir werden wohl erleben, dass wir vielleicht im Sommer ein Blackout erleben, wo ein Blackout inszeniert wird. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Stromkonzerne jetzt aktiv einen Blackout machen, um damit zu zeigen, wir brauchen doch die Atomkraftwerke. Das würde aufliegen und ihre Akzeptanz wäre endgültig ruiniert. Ich denke nicht, dass das so weit kommen wird. Sie versuchen es ganz anders, schön fein hintenrum mit Desinformationen, immer mit der gleichbleibenden Behauptung, die erneuerbaren Energien treiben unsere Energiepreise nach oben. Das ist schlicht falsch. Es sind die konventionellen Energien, die Kosten für die Atomwirtschaft, die Erdölpreissteigerung, die Verknappung der Ressourcen. Das treibt es nach oben, macht uns wirtschaftliche Probleme. Aber es ist den Atom- und Kohlekonzernen gelungen, dies den Erneuerbaren in die Schuhe zu schieben und die öffentliche Meinung darüber zu beeinflussen. Das ist schlimm. Stellen Sie sich vor, wir haben 2070. Wie schaut die Welt nach Fell aus? Nun, da haben wir schon seit Jahrzehnten dann eine Umstellung auf erneuerbare Energien zu 100% geschafft. Wir haben auch die biologische Landwirtschaft flächendeckend in der Welt untergebracht. Wir haben eine hohe Biodiversität. Mit der Natur gehen wir sorgsam um. Die Bevölkerungsentwicklung ist auf gleichbleibendem Niveau, nicht mehr explodierend. Und wir haben vielleicht auch soziale Gerechtigkeit. Das ist die schöne Variante. Die andere Variante ist, der Globus ist verbrannt, die Menschen sind stark dezimiert, wegen Kriegen, auch wegen Atomkriegen. Und sie sind selbstzerstört durch die Klimaveränderung und anderes. Wir haben die Wahl, heute die Weichen zu stellen. Zwei Namen möchte ich jetzt nennen, beide im Bereich Umwelt ganz hoch gelobt zu ihrer Zeit. Angela Merkel, die Klimakanzlerin, und jetzt im Wahlkampf in NRW, Röttgen. Was halten Sie von diesen Personen und was halten Sie davon, dass die Medien die immer so hochstilisieren als die neuen Klima- und Umweltretter? Also bei Frau Merkel kann ich das Wort Klimakanzlerin überhaupt nicht verstehen. Das Wort Klima existiert bei ihr nur im Wort, nicht in Handlungen. Ganz vieles auf europäischer Ebene, Effizienzrichtlinie oder anders, was aktuell gerade ist, versucht sie gemeinsam mit Herrn Röttgen und Herrn Rösler natürlich abzuwehren. Herr Röttgen, ich kenne ihn gut, schätze ihn auch persönlich, aber nicht in seinen politischen Handlungen. Denn er macht wunderbare Reden. Viele von uns können sie nicht besser machen für die Ökologie. Nur was kommt raus aus den Reden von politischem Handeln? Das ist das Abwürgen, die Insolvenzwelle der Solarwirtschaft. Das ist keine neuen Aktivitäten für erneuerbare Energien, sondern da kommen dann plötzlich noch Unterstützungen für Kohlekraftwerke raus. Ich verstehe das nicht. Herr Fell, ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen. Mein erster Begriff: die Grünen. Sie sind der politische Arm der Umweltbewegung. Sie haben sehr viel erreicht. Und man braucht einen machtpolitischen Arm, der eben auch Gesetze organisieren kann. Und wir haben unter Rot-Grün gezeigt, ohne die Grünen gäbe es kein erneuerbares Energiengesetz und damit keinen Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit. Denn hier war die entscheidende Initialzündung. FDP? Sie nennt sich die Partei der Wirtschaft, des Mittelstandes.
Genau da ist es andersrum. Sie macht ausschließlich Konzernpolitik gegen die wirtschaftliche Entwicklung, denn sie unterstützt die Kohle- und Erdölkonzerne und übersieht die tragende Kraft mit neuen Arbeitsplätzen für die erneuerbaren Energien. Aber dort haut Herr Rösler so richtig rein, um sie abzuwürgen. Piratenpartei. Sie sind neu. Ich freue mich über jeden Menschen, der Politik als wichtiges Aktionsfeld erkennt. Wir brauchen das in unserer Gesellschaft, denn Politik organisiert unser Zusammenleben. Das wird häufig übersehen bei dem Schimpfen gegen Politiker. Ich freue mich über die jungen Leute bei den Piraten, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass sie endlich mal erkennbare Programme haben. Dass ich, wenn ich nur mal wüsste, wofür sie stehen, und dass sie, wenn sie schon Aussagen machen, wie beispielsweise der Freifahrtschein überall im öffentlichen Personennahverkehr, wie wir das denn organisieren sollen. Nicht nur die Finanzierung, sondern wo kriegen wir sofort so viele Züge her, in die alle Menschen wollen. Okay, ich danke Ihnen, Herr Fell. Ich habe hier noch was ganz Tolles. Global Cooling. Wir haben uns für ein Folgeinterview im Sommer verabredet. Wir werden da mehr drüber reden. Vielleicht jetzt in 3 Sätzen. Womit haben wir es hier zu tun? Es ist ein Buch. Auf Englisch zunächst. Für die internationale Diskussion. Ich möchte damit die Augen öffnen, dass wir nicht starren müssen auf, oh, hoffentlich schaffen wir wenigstens das 2 Grad Celsius Ziel, Erderwärmung. Da haben wir noch mehr Desaster. Ich möchte die Augen öffnen, wir können die Erde wieder abkühlen auf ein Niveau, das vorindustriell uns die Existenz der Menschheit gesichert hat. Und sogar, dass das ökonomisch tragfähig ist, indem wir 2 Säulen verwirklichen. Keine Emissionen mehr machen, das ist die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien weltweit und das geht in 30 Jahren. Und biologische Landwirtschaft, Wiederaufforstung, um damit die Kohlenstoffreinigung der Atmosphäre auch noch zu schaffen. Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen. Und der Nachweis gelingt, wenn wir die entsprechenden Rahmengesetzungen machen, wie wir es mit dem Erneuerbaren Energiengesetz ja schon bereitet haben, dann ist das ökonomisch tragfähig und eine wirtschaftliche Entwicklung für die gesamte Menschheit. Dankeschön, Herr Feld. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch darüber. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg mit Ihren Visionen und vor allem mit Visionen, die Sie peu à peu alle umsetzen. Dankeschön für das Gespräch. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und beim nächsten Mal geht es um Omnisophie. Was das ist, erklärt uns mein Gast Professor Gunter Dück. Bis zum nächsten Mal.